Milz- und Magenstärken heißt das, Grundstellung. Dann Magenhöhe, merken, links steigt, rechts Daumen an die Hüfte, wenn ihr wollt, eigentlich nur in die Höhe. Und sanft. Ja, sanft heißt erstmal hier entspannen den ganzen Körper. Und die einzige Spannung haben wir auf der Seite, indem ihr hier den Arm so bewegt, dass ein bisschen Spannung hier entsteht. Dann nehme ich meinen eigenen Zeitgeber, meinen eigenen Atem, Rhythmus. Ich mache mindestens 3 Atemzüge und fällt mir auch auf, ob ich zu schnell atme. Versuche ich langsamer auszuatmen, vollständig. Und wenn ihr wollt, dann lasst die Arme sich treffen auf Magenhöhe beim Wechseln. Auch erst entspannen. Dann ein bisschen Spannung. Und das ist kein steifes Enddingen, in dem ich einraste, was ich aushalten muss. Das ist ständige Bewegung. Immer zu finden, ob das noch angenehmer, noch sanfter geht. Also die ganze Zeit entspannen, entspannen, entspannen. Und auflösen. Kurz nachspüren. Man lernt auf diese Art und Weise viel.